Hallöchen, meine lieben Pferdefreunde. Willkommen zu einer neuen Folge Horse Reality. Ja, ihr seht schon, ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Ich werde mir ja mit euch Fohlen wieder angucken. Also die ersten drei hier, die habe ich noch selber nicht gesehen. Die sind gerade erst geschlüpft. Und ich will mit zwei oder drei Hengsten von mir heute züchten. Ich konnte jetzt die letzten Tage einfach nicht züchten, weil ich wieder keinen Platz hatte. Wer hätte es gedacht? Altes bekanntes Problem. Aber ja, so ist das zwischendurch mal und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal die ersten Fohlen an. Und da haben wir eine junge Dame. Auf jeden Fall. Sie hat ein Silber mit dabei. Jetzt wirklich. Eieiei. Was ist denn da nicht richtig? Okay, aus 738 und 728 machen wir 708. What? Aber man könnte mit ihr, mit der Raining was an. Also, ach ja, ich habe ja meinen Premium-Account nicht mehr. Das heißt, ich muss alles wieder einzeln anklicken. Eieiei. Man ist dann doch so ein bisschen verwöhnt. So, Doppel-E, ein A, ein Z und ein Splash White 1. Und wie siehst du groß aus? Okay. Okay, also das... Was machen die denn beide für eine Konfi? Ich würde mal sagen, das ist... Rab C und ist ein Verkaufskandidat. Ja, leider, leider. Ich glaube nämlich nicht, dass sie anfängt, jetzt plötzlich große Sprünge zu machen und 90 schafft. Ein kleines Easy-Fohlen. Mensch. Oh, sogar von meinem eigenen Hengst. 628, ja, hätte auch besser sein können. Ja, ja. Warte mal, die Mutter hat... sie ist einen Tacken besser wie ihre Mama. Vom GP her. Wie es jetzt natürlich mit den Konfis und alles aussieht, weiß ich nicht. Also... Wartet mal, die Mutter hat 6. Very good, sie hat nur 5. Very good, sie hat aber ein paar plus gut dazwischen. Boah. Keine Ahnung, wie siehst du denn groß aus? So wie die Mama. Ja. Bis auf das, hat die Mutter blaue Augen? Ja, die Mutter hat blaue Augen. Hier würde ich jetzt sagen. Kann auch sein, dass ich mir das einbilde. Aber die hat kein Splash Bite 1, die Mutter. Weiß ich nicht. Wie seht ihr das? Kann auch sein, dass ich mir das gerade einbilde, dass sie einfach hier auch ein blaues Auge hat. Weiß ich nicht. Und dann haben wir noch ein Quarter-Hengst-Fohlen. Ein Flexen-Hengst. Von meinem eigenen Hengst, von Speedy. 41. Das ist irgendwie auch schon wieder so für die Tonne. Nee. Das ist schon fast wieder ein Gisela-Fohlen. Also, obwohl er ein Rabbi ist. Also er soll ein Rabbi sein. Weiß ich nicht. Aber ich denke mal, 90, 88. Ich muss gucken, was für eine Konfi er macht. Vielleicht habe ich Glück, dass ich ihn doch noch verkauft kriege. Wie gesagt, das weiß ich noch nicht. Aber er ist halt auch so ein Kandidat wieder zum Gehen. Und Verkaufszeichen hinter, dann weiß ich auch gleich, dass der weg muss. Ja, so ist es halt. Ich kann sie nicht alle behalten. Gerade mit den Hengsten, gerade Flexenhengste, ich habe bessere und das... Nee, vor allem ist er auch wieder aus meiner Linie hier, das... Nee, 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 das lassen wir mal schön. So, bei den Finis gab es auch wieder ein bisschen Nachwuchs. Die weiß ich gar nicht, ja, die war so semi in Ordnung. Was ist denn heute hier los mit dem Road-Dingsbums hier? Ja, die kleine Maus hat 656 vom GP her. Es ist in Ordnung. Es ist ein bisschen weiter nach oben. Sie hat 5. Very good. Ich weiß nicht, ob ich ihre Mutter dafür behalte oder weggebe. Konfitechnisch ist sie noch nicht gelaufen.
Irgendwie habe ich das vergessen. Was macht denn die Mutter für Konfi? Wahrscheinlich keine gute. 94, ja, wenn ich Glück habe, schafft sie es ein bisschen besser. Also das, ja. Und sie ist halt auch nur ein Suti. Aber sie hat wieder hübsche Abzeichen. Also, die sehen zwar jetzt nicht so aus, glaube ich nicht, wenn sie groß ist. Ich weiß aber nicht, ob ich sie behalten soll. Das hängt ganz stark davon ab, was für ein GP sie, GP sage ich schon, was für eine Konfi sie macht. Ja, das müssen wir uns mal überraschen lassen. So. Denn eine kleine Quarterhorse-Stute, die ist außer Zuchtgemeinschaft Möchen an Leo. Weiß ich gar nicht. War ich mit dem zufrieden, mit dem Fohlen? Ich weiß es gar nicht mehr. 711. Eieiei. Da muss ich mal gucken, wie sie die Konfi macht. Irgendwie habe ich vergessen, meine Pferde in die Konfi zu stecken die letzten Tage. Ich weiß auch nicht. Ich hatte wenig Zeit die letzten Tage. Ich merke das schon. Ja, auf jeden Fall. Ach, guck mal an. Die Mutter will ich auch verkaufen, sehe ich gerade. Also die Mutter steht sowieso im, also mit auf der Verkaufsliste. Ja, mehr oder weniger. Haben wir irgendwas Vernünftiges? Die habe ich noch und sie hätte ich dann noch. Wirst du denn überhaupt ein Rabbi? Wahrscheinlich nicht. Nee. Ich muss abwarten. Ich muss abwarten, wie die Konfi wird. Ich fürchte aber, dass sie auch wieder so ein G-Kandidat ist. Dann habe ich noch eine kleine Stute, eine Rappstute. Das ist aber eindeutig eine Zucht. Genau, die Stute hatte ich tragend gekauft. Das ist kein Fohlen von mir. Die hat aber ein sehr nettes GP. Und ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum ich diese Stute behalte mit 785. Das ist wirklich ein Knaller-GP. Der hat leider zwei Average mit dazwischen. Aber ich habe mir überlegt, dass ich die Kleine behalten werde. Sie ist einfach nur eine Rappstute. Und ja, ich werde die Kleine behalten und werde dementsprechend dann wahrscheinlich einmal mit, oh, wer war es jetzt? Shisui einmal decken. Um einfach zu gucken, was GP-technisch dabei rumkommt. Ja, wir lassen uns überraschen. Das ist aber noch ganz weit Zukunftsmusik. Die Kleine ist auch vor ein paar Tagen gekommen, auch wieder von Leo ein Hengst. Da muss ich, bei ihr muss ich die Konfi einfach abwarten, weil der Vater, der kriegt ja schon ein bisschen konfitechnisch was hin. Da hätte es ruhig GP-technisch ein Punkt mehr sein können, weil dann hätte ich sie behalten. Ja, so muss ich erstmal gucken. 85, wenn es das Niedrigste ist, hat sie doch ganz gute Chancen zu bleiben. Und dass dann dafür die Mutter geht. Ich weiß aber nicht, ob ich das so mache. Das muss ich abwarten. So sieht sie wahrscheinlich groß aus. Auf jeden Fall ein Rabbi bin ich schon mal zufrieden mit. Alles im grünen Bereich. Dann habe ich noch einen kleinen Hengstfohlen. Ein kleines Hengstfohlen. War das jetzt richtiges Deutsch? Ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie ein bisschen lost gerade. Der wandert aber auf dem Markt. Auf dem Mahaiai. Ernsthaft? Ernsthaft jetzt? Och nö. Really? Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel gerade. Ey, Leute, ganz ehrlich, ne? Wenn der jetzt noch die 93 schafft, dann fress ich einen Besen. Dann, ja. Nee, ist es ein schönes Verkaufsfohlen? Nee, der bleibt definitiv nicht bei mir. Also, nee, fangen wir gar nicht erst an. Da muss knallhart entschieden werden und er bleibt nicht. Genauso wie der nächste Kandidat ist ein Flexen. Ein Flexenträger ist der Kleine. Ich meine, ja, von Bachelor Lady ist das ein Hengst. Und ja, 656 ist in Ordnung.
Wenn er da noch ein bisschen konfitechnisch drauflegt, muss ich mal gucken, ob ich ihn behalte. Ja, bist du überhaupt ein Rabbi? Nö. Ist einfach nur ein Träger. Einfach nur ein Flexträger. Ach, ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht, ob ich die behalten soll. So, ein kleiner Hengst von Venice. Es ist ein Hengst, der bei Gisela wieder gelandet ist. Unbekannterweise Möhrchen dann. Mit einem GP von 693 habe ich mich sehr drüber gefreut. Zwei Average aber wieder dazwischen. Und wie siehst du groß aus? Ja. Flexen und also Suti flexen und Rabbi, Sabino auch noch. Brrr. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich mit dem züchten will. Muss ich mir noch überlegen. Genauso wie die Kleine, die ist vom gleichen Hengst. Die hat ein GP von 715. Bei dem GP bin ich ausgeflippt vor Freude. Auch ein Average mit dazwischen, aber die Konfi. Also ich hoffe nicht, dass es die beste Konfi ist, die sie gemacht hat, weil sonst weine ich wieder. Das, und ich meine, genau, sie hat Rabbi mit dabei, es ist ein Suti, es ist Sabino und Rabbi, das ist ein Träumchen. Also das, nee, das ist schon so in Ordnung. Da, wie gesagt, also auf sie bin ich mega gespannt. Und die Mutter... Echt, die Mutter wollte ich verkaufen? Die steht auf der Verkaufsliste. Okay, dann wird die Mutter verkauft. So. Ich habe nämlich gesehen, ich muss ganz, ganz dringend züchten. Und das mache ich mit euch, denn ich habe letztens mal so ein bisschen meine Hengste wieder durchgeguckt. Und ich wollte eigentlich Senox wollte ich weggeben. Habe mir aber den Stammbaum angeguckt, gerade väterlicherseits. Und es ist halt ein Stammbaum, der nicht so groß vertreten ist, also auch nicht so in der Zuchtgemeinschaft. Und ja, deswegen möchte ich mit dem züchten. Ich habe auch gesehen, ja, er hat ein paar Nachkommen. Es sind mir aber zu wenige. Es sind mir tatsächlich zu wenige. Und ich gucke mal, ob ich da was Vernünftiges mit rauskriege. Ja, da muss ich einfach mal gucken. Und das werden wir jetzt auch machen. Habe ich hier irgendwas, womit wir sagen können, damit züchten wir jetzt mal. Was ist mit dir? Flexen schon wieder. Jetzt geht das Theater wieder los. Sie hat ein bisschen mehr. Ja, doch, das. Wir probieren das jetzt einfach mal. Das ist jetzt wieder so dieses Dilemma mit, ich probiere einfach mal. Ja, doch. Und konfitechnisch wäre das auch sehr interessant. Ach komm, da will ich jetzt wissen, was dabei rumkommt. So, ich glaube, ein Fohlen. Was heißt ein Fohlen? Das wird wahrscheinlich wieder richtig schief gehen, also GP-technisch. Aber ich mache das trotzdem, dass wir da GP-technisch auch mal so ein bisschen wieder nach oben kommen. Ne, da sehe ich jetzt nichts. So, bam, balam, bam, bam. Ich will jetzt nicht alle mit ihm decken. Bei ihm genau das gleiche. Warte. Oh, nur eins? Echt? Ich dachte, ich hätte mit ihm schon mehr gezüchtet. Aber ich glaube, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Goldene Wüste... Die sind schon wieder miteinander verwandt. Was bist du? Nee. Aber mit ihr könnte es funktionieren. Ja. Das könnte jetzt was werden. Ja, doch, doch, doch. Und sie ist nämlich noch... sie ist ein Rabbi.
Und er ist ja nur ein Rabbi. Nee, noch nicht mal. Ist noch nicht mal Rabbi-Träger. Na gut. Dann haben wir hier noch Rabbi. Es sind alles meine Stuten, wo ich mal gesagt habe, dass das geht auf langfristig nicht gut. Dann machen wir das bei ihr nochmal. Und ach, na. Was mit dir? Du bist nämlich nur ein Träger. Und nee, das wird nichts. Das wird ein Satz mit X, dann bin ich wieder am Wein. Nee, das machen wir auch nicht. Was ist mit ihr? Pff, nee, machen wir auch nicht. Nee, das funktioniert auch nicht. Was ist mit dir? Das wird wieder schwarz. Das, ach. Ich möchte nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Auch nicht. Was mache ich denn jetzt? Da. Ja, machen wir das. So. Dann haben wir das nämlich auch schon mal wieder fertig. Und, ach ja, wartet, ihn gibt's ja auch noch. Was machst du denn konfitechnisch so? 88, ja, doch. Weil da hatte ich ja auch ein paar Stuten frei. Du hast, glaube ich, nur ein G, ne? Ja. Doppel-E. Muss ich mal gucken. Also es wird wahrscheinlich wieder, kann sein, dass sich das G durchsetzt. Müssen wir aber mal schauen. Dann einmal die bitte. Weil ich hatte mir ja quasi so ein bisschen das Ziel noch gesetzt, dass ich da, sagt mal schnell, noch Rappen hier züchte. Bei dir genau das gleiche, meine ich. Die hat noch ein A dazwischen. Oh doch, das machen wir aber GP-technisch mal. Das machen wir GP-technisch. Das ist eine gute Kombi. Finde ich eine gute Kombi. Bin ich dabei. Was ist hiermit? Könnte was werden, muss aber nicht. Warte mal. Sieht auch ein Doppel-E. Das dann... Oder... Aber das wird so richtig Aua. Also, das... Warte mal. Ja. Das wird so richtig Aua. Ach, wisst ihr was? Versuch macht klug. So, jetzt reicht aber. Reicht aber mit Züchten. Ich sehe nämlich gerade schon wieder, dass wir schon wieder bei den 18 Minuten sind. Leute, lasst mich wie immer wissen, wie eure Zuchten laufen. Was sind eure aktuellen Projekte? Links und rechts findest du zwei weitere Videos von mir. Ich hoffe, es war jetzt nicht allzu langweilig. Ja, wie gesagt, aber es ist im Moment halt so ein bisschen, ich musste erst Platz schaffen und ja, deswegen hoffe ich jetzt, dass wir erstmal wieder gute Fohlen rauskriegen. Und mir fällt gerade ein, ich muss ganz, ganz dringend bei euch dann auch nochmal wieder züchten. Werde ich dann aber in der nächsten Folge machen. Ich weiß, dass mir zwischendurch immer wieder Leute reinschreiben, sie haben Hengste. Ich vergesse aber immer wieder, mir die Namen rauszuschreiben. Bitte seid mir da nicht böse, schreibt mir nochmal eure Namen gerne mit in die Kommentare mit rein. Dann schaue ich mal nächste Woche bei euch vorbei, was ihr zuchttechnisch da habt. Und seid nicht traurig, wenn ich dann nicht irgendwas bei euch finde. Aber schreibt mir trotzdem gerne rein, wenn ihr Zuchthengste habt, was ich alles so züchte. Und ja, ich freue mich dann, euch besuchen zu können und wir sehen uns dann in einem nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao.